Hallo Leute, es geht weiter mit Satinavs Ketten und wir versuchen weiter, diese Kreatur, das Auge, zu besiegen und haben allerlei Kram und Gedöns jetzt bei uns. Ich habe nicht weitergespielt, nicht weitergeguckt, nix. Ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Kann mich auch nicht natürlich, wie gesagt, an diese Details aus meinem Anschauen des Let's Plays woanders nicht erinnern, was ich machen soll. Und das ist auch gut so, so ist es sozusagen wieder blind. Obwohl ich die Geschichte halt kenne. Aber die Rätsel muss ich halt sozusagen blind nochmal lösen. Also, ich kann den Spiegel nicht mehr nehmen. Das bleibt also eigentlich so. Und der reflektiert zum Höhleneingang. Kannst du da nicht einfach... Wie sollen wir jemals unbemerkt an dem Wächter vorbeikommen? Indem wir dem voll ins Gesicht strahlen, also ins Auge, dann kriegt der das nicht mit. Zu fest verkeilt. Muss es noch eine Möglichkeit geben. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Immerhin... Das große Loch, das ist ihm egal geworden, durch den Spiegel, den wir eingesetzt haben. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Aber dass er hohl ist, das... Warte, die Spuckpflanze... Ja! Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Ja, und wenn dann das Licht kommt, dann spuckt die doch voll los. Warte, das muss funktionieren. Das muss jetzt funktionieren. Das ist ein toller Plan. Na? Spuckst du? Spuckt die Pflanze? Da ist irgendwie noch nicht Licht, da ist noch nicht genug Licht oder so, ne? Glaube ich. Oder? Also die Pflanze ist jetzt in diesem Riesenwurm und müsste 100 pro losspucken, wenn das Licht darauf fällt, weil die mag ja, aber war das Licht oder Feuer? Und wenn wir das Ganze jetzt noch anzünden, müsste das dann nicht klappen. Dann fehlt mir aber wieder der Docht, den ich aber anscheinend nicht von der Pflanze bekomme. Es muss irgendwie anders gehen. Wenigstens ein... Gucken wir mal. In einem... Ist schon... Wie gut, dass Nori nichts ist. Ich habe... Keine... Nein, was... Ich hab nichts anderes. Kann ich das irgendwie kombinieren? Warum sollte ich? Kannst du die Öllampe mit irgendwas... Leider fehlt der doch. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. So als... Ich weiß auch nicht. Nicht so. Natürlich. Nicht so? Hm? Nein. Das geht so. Natürlich. Ich weiß. Ja. Das geht so. Das sind alles hohle Ideen. Anzünden lässt. Ich weiß. Das kann ich. Okay, das geht alles so nicht. Ach ja. Ein Docht. Vielleicht die Würmer? Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. So einen ekligen, vertrockneten Wurm irgendwie als Docht nehmen, das ist alles voll eklig. Da oben war echt nichts mehr, was man als Docht nehmen kann. Ich bin mir da auch nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich das nochmal drehen. Nochmal drehen. Wunderbar, damit ich nach hinten komme. So. Vielleicht. Oder auch nicht. Hier habe ich alles mitgenommen. So ein Spinnenweben als Docht. Ich weiß es auch nicht. Kannst du das einfach da so hinschmeißen? Die Wasserschlauch mit Lampenöl? Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Okay. Aber das hier vielleicht? Das bringt nichts. Nicht so. Keine Zeit. Vielleicht. Aber das Lampenöl kannst du doch nehmen, weil das doch so fest verkeilt ist. Keine Zeit. Hallo?
Das bringt nicht. Warum denn nicht? Es ist doch, dann könnte man den drehen. Aber ich glaube, das will er gar nicht. Ich weiß auch nicht. Aber das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Das führt zu... Vielleicht hilft der Spiegel und... Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Ist auch krass, dass das eine Frau war. Ich meine, man hört sonst in Geschichten immer eher so von Männern und Helden. Und sie hier ganz alleine mit diesem Riesenwurm und dem Auge und dem Spiegel. Irgendwie, da steckt doch noch mehr dahinter. Es gibt ja auch schon einen zweiten Teil, Memoria, den kenne ich gar nicht. Wenn ich den natürlich noch Let's Playe, ist ja klar, dass ich das noch mache, weil ich spiele ja diesen Teil. Und ich bin ja schon deswegen so gespannt auf Memoria, schon sehr lange, seit der Teil rauskam. Vielleicht erfährt man ja dann mehr über diese versteinerte Frau. Würde ich ziemlich cool finden. Es gibt ja, und deswegen mag ich das Schwarze Auge ja auch, so viele Parallelen, so viele, kleine Details, auf die man achten kann und so Parallelen einfach, die da zwischen den Spielen und Geschichten laufen. Das finde ich immer sehr schön, sowas. Immerhin müssen wir dieses... Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Mensch, da muss es doch eine Möglichkeit geben mit dieser Öllampe und dem Feuer. Kannst du da mit der Libelle was machen? Wird doch. Kannst du da was anderes machen? So nicht. Unwahrscheinlich. Den Stiefel da rein? So nicht. Kannst du irgendwas tun? Ach was. Das hilft auch. Das hilft auch. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Für einen... Keine Zeit. Warum sollte ich? Vielleicht... Zu... Ja, ich bin gerade wieder überfragt, keine Ahnung. Ich muss das ziehen. Nein. Keine Zeit. Vielleicht. Ja, nee, das ist auch alles voll sinnlos. Ich gehe jetzt nochmal raus. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt's da draußen noch was. Oder mit dem Irrlicht, wenn ich das Irrlicht einfangen könnte, dann hätte ich vielleicht genug Licht für diese Pflanze. Wegen diesem Irrlicht geht das ja überhaupt so, oder? Kann ich mit der Öllampe das Irrlicht nehmen? Das Irrlicht könnte doch... dazu dienen, weil ich habe ja keinen Docht, ich weiß auch diesem nicht. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Aber sowas kann man doch auch nicht einfangen, oder? Diesem See... Ich will da gar nicht näher ran, das bringt nichts. Das ist kein... Das kann ich besser... Keine Zeit... Es ist ja nichts da mehr, löchriger Stiefel. Mir fällt das... Es ist nicht so wirklich hilfreich. Warum sollte ich? Fang das Irrlicht ein. Was wahrscheinlich nicht geht. Es ist ja nur ein Licht. Diesem leider fehlt anzünden und als Gefäß taugt sie. Jetzt ist zwar der Schlauch ruiniert, aber ich habe Öl. Abenteuerliche Fahrt. Gar nicht einfach, eine zapplige Fee auf einem durchlöcherten Ruderboot durch die Klagesümpfe zu bringen. Ja, es ist nicht schön hier in den Sümpfen. Tja. Hier hinten war halt auch nicht viel. Eigentlich so ziemlich gar nichts. Und das Boot und das Seil hatte ich schon... Es ist nur das Irrlicht irgendwie. Und das kann man wohl nur so angucken. Das hat wohl nichts... Nee, das ist da... Es muss unten jetzt was zu tun geben. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Hilf mir, Fex. Nee, da soll's ja auch gar nicht hin. Aber auch das Prisma, kann mir das nicht irgendwie helfen? Kann ich das Prisma hier reinstecken in die Löcher? Das wäre doch auch noch eine Idee, die ich nicht ausprobiert habe. Winling würde sich die Haare raufen. Oh ja, warum denn? Ich meine, er wüsste es jetzt so schnell auch nicht besser.
So wird das. Natürlich. Mir fällt das. So. Keine Zeit. Nee, es wäre auch nur da hinten irgendwie gegangen mit dem Prisma. Also ich glaube eigentlich, dass wir hier Licht oder Feuer machen müssen, damit das Ding losspeit. Und wenn wir da hinten das drehen und das Auge dreht sich hier zum Spiegel, dann geht der Lichtstrahl auch direkt zum Auge. Und dann würde der halt voll angespuckt werden von der Pflanze, die aber halt sich nur aktiviert mit ich weiß jetzt nicht, war das auch Licht oder war es nur Feuer? Das habe ich jetzt gerade, kann ich nicht mehr nachgucken, weil er die Pflanze halt reingesteckt hat in den Wurm und ja, weiß ich nicht. Es fehlt der Docht. Also ist eigentlich der Weg, jetzt einen Docht zu basteln, oder ich weiß auch nicht, nur wie denn? Wozu? Ist bereits in... Ich bin... Ich habe... So nicht... Nichts. So wird das... Kann er nicht irgendwas kaputt machen? Mein Kopf... So nicht... Doch basteln aus den Aufzeichnungen. Hatte schon... Und wenn er einfach mit Feuerstein und so hier Feuer macht? Ja! Ach, wie cool. Dazu müsste es zerbrochen sein. Ja, na klar, er kann ja... Aber ich kann hier nicht stehen, wenn das Auge guckt. Es war schön, dass sie spuckt, aber... Wird doch... Warte, ich brauche halt einen Docht. Leider fehlt... Anzünden? Das wird ein Sch... Ist nur die Frage, wo ich es entfache. Aha. Ja, dann... Für einen Feuerspeiner... Ich kapiere halt nicht, für einen warum er diese Flasche mit dem Öl nicht einfach jetzt reinsetzt. Aber ich kann ja hier auch nicht stehen. Wie gesagt, wenn das Auge guckt. Ich brauche also so eine dauerhafte Flamme, die auch brennt, wenn ich weggehe. Das bleibt halt nur die Öllampe eigentlich. Leider fehlt anzünden lässt und als Gefühl. Da fehlt der Docht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtige Denkweise ist, dass ich unbedingt einen Docht machen will. Vielleicht komme ich deswegen gerade nicht weiter, weil ich wieder zu kompliziert denke. Und denke, ich müsste einen Docht machen. Aber was will er auch sonst mit der Öllampe? Für mich, ja. Und, ja. Was brennt denn noch? Gut. Oder kann ich den Stiefel irgendwie stopfen mit was? Natürlich. Besser nicht. Natürlich. Für einen Feuer. Ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir mit Feuerstein und Stahl natürlich hier... Ja. Dazu müsste es zerbrochen sein. Was müsste zerbrochen sein? Da kapiere ich auch nicht. Was müsste denn zerbrochen sein? Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch. Hä? Geh mal zurück. Kann ich hier mit den Löchern was anfangen? Die Würmer, die diese Löcher... Die werden ganz schön groß. Kannst du die anzünden? Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Kannst du da Öl reinkippen? Mein Kopf ist... Ist ja auch ganz schön mies. Einen Pilz reinstecken. Ach, was? Kannst du da... Weiß ich auch nicht. Ich glaube... Löchrige Stiefel? Unwahrscheinlich. Ein Spaten? Zu grob. Zu groß? Weil... Zu grob. Dann steckt das Prisma doch da rein. Ich weiß nicht. Ja, da sagst du nicht zu groß, ne? Würde nämlich passen. Was soll ich da... Sollst das nicht schneiden? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nuri. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Lampenöl haben wir schon.
Aber auch blöd, dass er nicht einfach mit dem Lampenöl hier Feuer macht. Dann wäre das Auge doch abgelenkt und die könnten einfach da hingehen. Also es ist eigentlich unnötig doch, dass man das Auge, okay, wahrscheinlich guckt das Auge dann trotzdem in dem Moment, wenn die beiden da langlaufen würden, weil das dann von der Bewegung her interessanter wäre als nur das Licht, nehme ich mal an. Aber trotzdem irgendwie doof. Hä? Es ist bestimmt voll einfach, mir fehlt nur ein kleiner Schritt noch. Und trotzdem kriege ich es gerade nicht hin. Wahrscheinlich fasst ihr euch schon an den Kopf und wisst es schon längst, was ich zu tun habe. Aber so ist das halt, wenn man alleine wo sitzt und... Feuer sollte man mit Bedacht einsetzen. Ich spiele schon zur... Dazu müsste es zerbrochen sein. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch. Öllampe, die keinen Docht hat, und Wasserschlauch mit Lampenöl, was wir beides nicht benutzen können. Ach, löchriger Stiefel. Mir fällt dazu... Ach was. Das ist zu... Der Spiegel ist aus Metall. Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Ich hab sie kaputt gemacht. Zerbrochene Öllampe. Sie ist zerbrochen. Das war jetzt nicht sehr schlau, oder? Nee. Das lasse ich lieber. Ich kann sie natürlich auch wieder heile machen, aber... Keine Ahnung, was, wozu war das jetzt gut? Ich muss dringen. Kann ich sie auch wieder heile machen? Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Ja, aber echt so, mal heile und kaputt machen, heile und kaputt machen, ja schön. Das lasse ich. Leider fehlt der Docht. Anzünden und als Gefäß... Jetzt ist sie aber... Ja, kann ich da... Ich bin Ed. Das ist keine... Warum soll... Vielleicht. Das kann ich... Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Oh, ich will so ungern gerade schon wieder einen Cut machen, aber das gibt's doch schon wieder nicht, dass ich hier so doof bin. Löcher und, ach komm, dreh das Ding nochmal. Ich muss irgendwie, schön, dass ich die wieder kaputt machen kann. Kann ich denn noch mehr kaputt machen? Weiß ich nicht. Natürlich. Kaputt machen, unwahrscheinlich. Kaputt machen, kaputt machen. Ich weiß. Kaputt machen. Das lasse ich. Kaputt machen. So nicht. Kaputt machen. Keine Zeit. Kaputt ist machen. Ist bereits. Noch mehr kaputt machen. Windling würde sich. Kaputt. Meine. Kaputt. So wird. Kaputt. Natürlich. Und die wieder kaputt machen. Okay, nee, das lasse ich mal lieber. Lampenöl. Und wenn du... Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch. Kannst du nicht mit diesem blöden Gefäß das Irrlicht holen? Anstatt dass er gleich sagt, geht eh nicht. Jetzt laufe ich wieder den Weg da. Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Es macht mich voll kirre, dass ich nicht auf die Idee komme, was ich machen soll. Verstand hatte Fledermaus, hier. Hoffen wir, dass uns nicht Gleiches widerfährt. Das hilft auch nicht weiter. Kann ich mit dem Lampenöl noch irgendwas machen, was ich nicht ausprobiert habe? Kann ja sein. Ein brennender Tümpel, was nützt mir das? Ablenkung, was sonst? Mir fällt das... Faunskulptur, kannst du das nicht reinstecken, jetzt das blöde Prisma? Ich bin sicher, der Pfau und das... Nur was? Ja, ich bin so klug, ich komme so gut weiter. Schaut euch meine Let's Plays an. La la la.
Löcher mit fetten Würmern. Die Würmer, die diese Löcher graben. Ja, fette Würmer hier, die kriegen was zu fressen. Keine Zeit für sowas. Lecker, Libelle für die fetten Würmer. Hm. Yam, 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 yam. Keine Ahnung. Das bringt's ja auch nicht hier. Jetzt strahlt das dahin. Das ist doch immer noch das Beste eigentlich. Das macht jetzt richtig lichterloh hier und jetzt schmeißt du da einfach noch da was hin. Hilf mir, Fex. Schmeiß da einfach oder mach Feuer jetzt. So, leg los. Hilf mir. Hilf mir. Aber er guckt da ja auch gar nicht wirklich hin. Er guckt hier hin, merke ich gerade. Weil dann würde der, wenn der... Eigentlich soll der hier hingucken. Zu dem Spiegel. Dachte ich jetzt. Guckt der da gar nicht hin? Nee, ne? Sieht immer so aus, wenn man das von hier sieht. Hm. Das ist ja doof. Dann frage ich mich natürlich, wenn das Ding losspuckt, ob es wirklich das Auge treffen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part und da geht's dann weiter. Da weiß ich ganz sicher, was ich machen soll, weil ich dann nochmal offline gucke. Bis dann.